Hallihallo, willkommen in meiner Werkstatt. Heute habe ich hier mal wieder so ein Hebetürschloss von GU. Und das soll einmal repariert werden. Hier ist auch die Nuss ein bisschen kaputt, aber das ist nicht so tragisch, das ist schon okay. Das mache ich gleich nochmal eben auf. Wie ich das repariere oder wie das repariert wird, habe ich ja schon zig Videos drüber gemacht. Hier habe ich eine Besonderheit, hier ist die Schraube abgebrochen. Das ist das, wo ich mich jetzt drum kümmere. Wie mache ich das? Also ich habe jetzt mal eben hier probiert, die zu lösen. Das geht nicht. Manchmal lässt sie sich dann immer so ein bisschen drehen. Und ich werde die jetzt einfach ausbohren, weil ich habe hier also Fleisch ohne Ende, sagt man dazu. Also oder Material, sage ich jetzt mal dazu, ohne Ende. Und die Schraube, die geht also nur bis hierhin maximal oder bis dahin sogar nur. Und ich kann das also theoretisch durchbohren, wenn ich will. Also das ist eigentlich ein Klacks, sowas zu machen. Es gibt natürlich dazu auch noch Gewindeausdreher. Mal gucken, Gewindeausdreher haben wir hier. Das sind solche Sachen. Da muss ich ein kleines Loch reinbohren und dann mit dem Teil dabei gehen. Na, ich will da jetzt nicht auf. Mal da, alle durcheinander. Oh gut. Und kann das dann dementsprechend rausdrehen, genau in die gegengesetzte Richtung. Das heißt, man dreht die Schrauben nicht fest rein, sondern eben halt raus. Ich könnte das vielleicht gleich mal probieren, aber in erster Linie Ziel ist, das Teil auszubohren, weil ich muss nämlich genau sonst in der Mitte bohren, sonst kriege ich das Teil da nicht rein. Okay, wir werden das jetzt mal was versuchen, was geht. Ich lege das jetzt mal auf die Bohrmaschine, stelle die Kamera um und dann bohren wir das Teil, also die Schraube einfach aus und schneiden dann, wenn es nachher nicht geht, ein 4 mm Gewinde rein. Gut, das werde ich jetzt erstmal eben fertig machen. Und kann man Musik umstellen, dann gucken wir uns das mal eben an. So, dann bohren wir hier mal eben das Loch da rein. Verläuft hier mal permanent. Okay, ich könnte das vielleicht vorher anhören. Versuche den gerade mal eben ein bisschen in die Mitte zu kriegen. Ja, mit dem Ausbohren hat sich das erledigt. Das heißt mit dem Gewindeschneiden da, Gewinde ausdrehen. Schraube ist komplett ausgebohrt. Dann brauchen wir wieder jetzt ein Gewinde schneiden und dann kommt eine neue Schraube rein. Und dann geht das Ganze wieder. Ich stelle die Kamera mal wieder um. Ich habe das so ausgebohrt gekriegt, dass ich jetzt einfach nur hier die Schraube wieder reindrehen brauche. Ja, das war's und so kann man es wieder benutzen. Das heißt, die können wieder das Teil festmachen. Jetzt haben wir da zwar den Senkkopf drin und das war hier so eine flache, aber das spielt da keine Rolle. Gut. Ja, jetzt mache ich mich daran und mache den Rest fertig und dann kann man das Schloss wieder benutzen. Wie gesagt, das kostet neu über 240 Euro, 280 Euro. Im Netz haben sie es sogar für 380 drin. Und naja, so eine Reparatur kostet, jetzt sage ich mal, unter 100 Euro.
Gut, so, das mache ich jetzt mal eben wieder fertig und dann ja, kann man es wieder benutzen. Das war's von meiner Seite aus. Also Hauptmerkmal war heute hier die Schraube da wieder zu ändern. Wie mache ich das? Ich habe das jetzt eben so ein bisschen schräg gehalten mit dem Bohrer. Das heißt, ich habe ja so gebohrt, dann habe ich das mal so schräg gemacht. Das mache ich deswegen, wenn man das vorsichtig macht, damit ich genau die Mitte treffe. Und dann kann ich den Bohrer in dem Anfangsstadium noch korrigieren. Das heißt also, bin ich zu weit nach links, dann drehe ich das Werkzeug in die andere Richtung, dass er wieder in diese Richtung bohrt. Das kann man also so ein bisschen variieren. Also das mache ich mit dem Werkstück, weil der Bohrer ist ja gerade. Und wenn das dann in der Position ist, wie ich es haben möchte, bohre ich rein, fertig ist es. Gut, das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe, es hat mir wieder Spaß gemacht und ja, man hat mal wieder ein bisschen was gelernt. Und ja, ich freue mich schon auf das nächste Projekt.